So, nicht wundern. Ich habe jetzt hier mal noch ein bisschen hier aufgeräumt und das alles wieder schick gemacht. Und wie ihr seht, funktioniert's jetzt. Ja, das Ding war, das ging halt nicht weiter, weil es muss immer vorrätig jetzt hier in in den Werkbanken immer vorrätig was drinne sein und es darf halt auch nicht ausgehen, weil sobald es ausgeht oder halt zu wenig drinne ist, kann man halt nicht das Endprodukt hier in der Maschine drinne sehen. Das heißt, wenn das jetzt hier so ist, geht das dann halt immer weiter, aber sobald dann halt zu wenig dafür da ist, geht das hier raus. Und ich habe hier lange rumgefriemelt und ja gemacht und habe hier gewartet und die Maschinen nochmal auseinandergerupft, habe gewartet, dass ich genug Dust hatte, habe gewartet, dass ich dann nachher hier so viel hatte und dann habe ich das alles in die Maschine mal reingemacht. Und jetzt läuft das ja auch 1A. Und dann gucken wir hier mal eine Truhe. Und besser kann es doch nicht sein, ne? Jo. So viel dazu, das ist nur so eine kleine Zwischeninfo und dann würde ich sagen, geht's erstmal gleich los mit der nächsten Folge. Und jetzt sind wir wieder bei TechGit. Ich meine, wie ihr, glaube ich, denke ich eben gesehen habt, hat die Maschine jetzt funktioniert und funktioniert auch besser. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr dran rumgefriemelt. Und so habe ich jetzt die ganzen Redstone-Fackeln entfernt und habe halt Schalter daneben hingebapselt, hab das erstmal ausgemacht, weil ja, wir brauchen es erstmal momentan nicht und wenn wir es dann halt mal brauchen sollten, können wir die Rezepte oder die Maschinen halt auch austauschen und dann halt einschalten bei Gebrauch oder halt nicht, ne? Und leider habe ich gerade so ein bisschen Frame-Probleme, so zumindest so ein bisschen, weil ich gerade ein Video hochlade, aber ja, ich habe einfach keine Lust mehr zu warten. Geht's gleich weiter. Moment, hab was vergessen. Jo, ich habe jetzt eben noch mal kurz schnell auf wieder einfach gestellt und alles drum und dran. Und zwar wollten wir ja den Quantum Suit fertig bauen. Und wahnsinnige 0 Frames bis 1. Ah, das soll mich gerade nicht stören. Und zwar haben wir jetzt den Nano-Suit, ne? Und wir wollen ja einen Quantum-Suit. So, die sind blau. Blau unterlegt die Schrift. Das heißt, es hat so in Anführungsstrichen ein kleines Geheimnis mit sich und ist eines der besten und seltensten Sachen überhaupt. Den hier, den Lapotron-Crystal, können wir uns eigentlich relativ einfach herstellen, genauso wie die Rubber Boots. Allerdings hat das Rezept auch noch Iridium-Plate. Und da kommen wir jetzt zu was ganz Kniffligen. Das Alloy können wir uns auch noch ganz locker herstellen. Diamanten haben wir auch mehr wie genug. Allerdings Iridium-Ore. Iridium-Ore kann man nirgendwo abbauen. Und selbst wenn man halt guckt, man kann es nicht wirklich herstellen. Beziehungsweise das Techgit verrät es eigentlich. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen geguckt und gemacht. Und zwar brauchen wir dafür eine Maschine. Und die werden wir uns, wenn es gerade mein Techgit überhaupt zulässt. Und zwar ein Mass Fabricator. Die Weitfee. Puh. Mass Fabricator, so. Von Crystal, in dem machen wir aus Lapis Lazuli. Energy Crystal und Electronic Circus. Wollen wir wieder Refined Iron, Redstone und Cable. Müssten wir eigentlich noch da haben? Lapis Lazuli brauchen wir auch. Redstone. Haben wir keine Kabel mehr? Mal rüber gucken. Puh, die Küste ist ziemlich unübersichtlich.
Doch, haben wir noch. Sehr schön. Und noch Refined Iron. Haben wir nicht? Die brauchen wir später auch noch. Da haben wir sogar noch einen fertig. Kann man den kondensen? Natürlich nicht. Neun haben wir zumindest schon mal hier und das Silber. Und dann haben wir noch mal Eisen. Dann würde ich sagen, kondensiere ich mir noch mal ein bisschen Eisen und ja, habe ich ein paar Sachen reingepackt, die wir halt gerade nicht brauchen. Machen wir uns ein wenig Eisen. Lassen es erstmal brutzeln. Vor allen Dingen hier habe ich ja sogar noch Eisenohr, ja. Mann. Dabei hatte ich ja nicht in Erinnerung, dass wir noch ganz viel Refined Iron hatten, aber naja, kann natürlich halt auch trüben, ne? So. So. Da drüben hatten wir ja auch einen. Oh, Entschuldigung. Einen Ofen mit Overclocking-Update, soweit ich das zumindest in Erinnerung habe. Und sonst nehmen wir aus einer anderen Maschine einfach mal so eins raus, weil die sind ja gerade nicht... Hallo? Oh mein Gott. Immer ruhig bleiben. Alles cool, alles take it easy. Ja. Oh. So, hatte ich hier irgendwo was drinne? Nein. Da müsste ich schon an den Elektra. Das war. War das einer? Das war ein Macerator. Das andere war ein Kompressor, oder? Hatten wir da drüben. Nein, hatten wir nicht. Puh. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ja, okay. Doch. Ach, warum eigentlich nicht? Dann nehmen wir hier uns noch Kohle raus. Obwohl wir eigentlich noch ganz viel Kohle in der Tasche hatten. Und da gehen wir jetzt rüber, weil da drüben haben wir einen elektrischen. So. Oder haben wir doch einen drinnen? Oh, naja. So. Und dann brauchen wir Refined Iron. Und das geht jetzt ganz schnell. Ich muss natürlich auch gucken, dass hier auch genug Kohle drin ist. Alles Ast rein. Warum hast du nur so wenig Strom? Oha. Upsa. Ja, er hat jetzt gerade keinen Strom, allerdings, ja. Kann ich das halt auch gerade nicht ändern, weil der war halt überhitzt. Ich denke mal, das liegt daran, weil ich halt zu viel Overclocking-Updates hier drin habe. Und damit kommt die kleine Maschine nicht klar. Wobei, Moment. French. Covalence das. Bronze. Halt. Copper. Ich hoffe, dass jetzt mir meine Hütte nicht über die um die Ohren fliegt. Ah, oh, diese Tür, die macht mich echt schwach. Bronze.
Machen wir uns mal kurz eine French. Ist nicht so? Ah ne, halt. Ja. So. In der Hoffnung, dass wenn ich jetzt meinen elektrischen Ofen dahin abbaue, dass der mir nicht, hat man nochmal Schwein, mache ich den hier erstmal aus. Und dann wappe ich den einfach mal zum Trüben an. Immer diese Arbeit hier, geht ja gar nicht. So. Dann kriegt er nämlich ein bisschen mehr Saft. Ist egal, ich lasse das jetzt erstmal so. Soll es mich nicht jucken. Weil wenn er ein bisschen mehr Strom kriegt, dann geht das auch mit den ganzen Updates ein bisschen besser. So. Weil dann hat er nämlich genug Power und das kann halt durchpowern. Ohne Probleme. So, und dann fangen wir schon mal an. Zack, zack. Und zwar, was wollte ich eigentlich mit dem Refined Iron? Ich glaube, das war so. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Ah ja, stimmt, stimmt. Stimmt, Mensch. Ich bin echt so vergesslich. Das ist nicht mehr normal. So. Jetzt haben wir zwar mehr als genug, dann brauchen wir noch einen Energy Crystal. Das war mit Redstone, ne? Jo. Und aus denen wollen wir jetzt einen Laproton-Crystal machen. Wie war das? Ich glaube, da brauchte ich auch noch was anderes außer Lapis Lazuli. Ich bin auch, war so vergesslich. Hallo? Laproton-Crystal. Ah ja, stimmt, stimmt. Ha! Dafür brauchte ich ja die Electric Circles. So, machen wir erstmal nur einen, ne? Ah, die Electric Circus brauchen wir halt danach auch noch. Und dann wollten wir einen Maze Fabricator machen. Brauchen wir nochmal zwei. Glowstone und Advanced Machine Block. Ach, zum Glück haben wir jetzt mehr als genug von den Alloy-Dingern hier und von den Plates. Ach, ist schön ausgesorgt zu haben, ne? Und was war noch mal, was brauchte ich noch? Glowstone. Und Maschinenblock, ne? Aber zum Glück noch vier, das waren mal, was waren das noch mal? Ich glaube, das waren mal meine Macerator, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ach, mein Gott. Komm schon. Nein, Mann. Danke. Muss schon kurz gucken. Davon braucht man zwei jetzt. Zack. Eins, zwei. So. So. Dann so. Was war oben und unten? Die hier. Und an der Rand, da waren die Glowstone-Teile. Jawohl. Nicht?
Glowstone Dust? Oh, ist doch. Was stimmt an dem Rezept nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Kann man den komischen Kristall etwa aufladen? Das muss ich jetzt mal kurz checken. Geht das? Nein. Packt man mal ganz kurz in die Maschine rein. Ich will mal kurz gucken, ob das geht. Nein. Also warum funktioniert das nicht? Nochmal, den in der Mitte. Halt, Moment. Advanced Circus. Ah, stimmt. Okay, Glowstone, Lapis Lazuli und Redstone. Ah. Die Dinger sehen aber auch alle gleich aus, verdammt, ey. Und Glowstone. Was habe ich vertauscht? Lapis Lazuli mit Redstone, oder? Ach, nee, Glowstone kommt ein. Redstone kommt in die Ecken. Was habe ich eben gesagt? Glowstone kommt in die Ecken, oder? Ich meine Redstone. Yes. Erstmal nur zwei machen, weil, wie gesagt, ich bin mir halt auch gerade nicht sicher, ob ich das dann nachher auch später für die anderen Maschinen brauche. So, jetzt aber. Jetzt aber, mein Gott. So. Glowstone. So, und dann haben wir auch einen Mars Fabricator. So, natürlich braucht ihr auch Strom. Und den werde ich auch mit da drüben hinbappen. Ups. Es gibt allerdings, also, ein kleines Problem. Und zwar wollte ich das nicht von rein sagen. Und zwar der hier. Der Mass Fabricator, der stellt UU Matter her. Allerdings braucht das ewig und drei Tage, bis es bei 100% ist. Wenn es bei 100% ist, stellt er ein UU Matter her. Eins, ja. Und wir brauchen für... und zwar mit dem Juju Matter kann man eigentlich so gut wie alles, was in Tekkit gibt, ne, nicht in Tekkit, sagen wir mal Minecraft, gibt, herstellen. Das heißt, man macht mit dem Juju Matter bestimmte Anordnungen in der Crafting Box und dann bekommt man halt raus, was man halt möchte, je nach Anordnung, die man halt macht mit dem Juju Matter. Und so können wir uns Iron Ore herstellen. Allerdings braucht man für ein Iron Ore, ich glaube, 7 UU Matter. Und ich denke mal, ihr habt an den Schuhen gesehen, schon alleine, wenn ich jetzt hier nochmal den Quantum Suit mache, schon allein für die Schuhe, um ein Iridium Plate herzustellen, brauchen wir an jeder Ecke 4. Ja. Das heißt 7, 14, 21, 28 UU Matter nur für ein Iridium Plate. Das heißt, wir brauchen verdammt viel davon, ja. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit nur hier rumdachse oder mache, bis wir das voll haben, kann das sehr lange dauern. Weil wir brauchen jetzt natürlich auch für die Schuhe, ja, brauchen wir auch nochmal zwei. Dann brauchen wir hier nochmal 4 von den Iridium Plates. Und selbst für den Helm brauchen wir nochmal 2. Das heißt, es braucht ewig, bis wir das ganze Zeug zusammen haben, ja. Ewig. Die Maschine läuft übrigens auch super. Ich habe hier nochmal die Einstellungen geändert.
dass jetzt auch wieder ein bisschen mehr hier rüber geht. Und ja, wie ihr seht, ne, ist eine Menge. Weil jetzt funktioniert die Maschine wirklich so, wie sie eigentlich funktionieren soll. Nein, eine Kleinigkeit gibt es noch. Und zwar, denke ich mal, werde ich mir hier noch eine Pumpe mal offscreen oder so hinpappen, weil... das halt nicht so schnell rauspumpen kann, wie das halt in der Kiste ist. Aber bis jetzt ist es halt auch noch in Ordnung und es wird halt trotzdem halt gut rausgepumpt. Schon mal zu dem Thema. Aber alles optimal und Strom ist auch noch bombastisch. Darf nicht auf die anderen Tasten kommen. Unser Generator läuft auch hier auf voller Hochtour. Ist auch noch voll, obwohl halt der hier gerade hier angeschlossen ist und der braucht wirklich, wie ihr seht, sehr, 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 sehr lange. Wird das eigentlich hiermit angezeigt? Ja. So sieht das Ganze dann nachher aus, you matter. Deswegen würde ich sagen, ist das jetzt erstmal eine kurze Tech-Kit-Folge, in der man gesehen hat, okay, dass jetzt die Maschine hier funktioniert, dass ich hier halt, wie gesagt, die Schalter dran gemacht habe. Und wir den halt nur, wenn wir die betätigen, die halt angehen, dass ich jetzt die hässlichen Steine weggemacht habe. Wir haben jetzt den Mars Fabricator hergestellt, der auch ziemlich umständlich ist und man ziemlich extravagante Zutaten braucht, womit wir Yuyu Meta uns herstellen können. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.